Hallo und willkommen bei Kein Problem ist auch keine Lösung. Psychologisches Coaching-Wissen. Mein Name ist Andrea Steinhut, bin seit 1996 Diplompsychologe und Coach und arbeite mit ganz unterschiedlichen Menschen in Organisationen zusammen. Immer wieder werde ich gefragt über Kernthemen von Psychologie und deshalb habe ich gedacht, ich mache ein paar Kerninhalte mal und vermittle die hier in meinem YouTube-Kanal. Fangen wir direkt mit einem Thema an. Ich werde ganz oft gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Stress? Wahrscheinlich kennt das alle von euch, ihr seid frisch aus dem Urlaub und dann ist man total entspannt, kraftvoll und freut sich schon wieder auf die nächste Anforderung und Herausforderung. Das ist ganz komisch, ist Stress jetzt was Gutes, was Schlechtes? Und da will ich gerne ein paar Dinge aus psychologischer Sicht mal klarstellen und euch ein paar Hilfen geben, wie ihr für euch mit Stress gut umgehen könnt. Fangen wir erstmal an, was ist eigentlich Stress? Und dazu muss ich ein bisschen was aufzeichnen. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Das sind Zähne eines Säbelzahntigers. Da braucht er jetzt ein bisschen Fantasie. Wie ist das, wenn wir uns bedroht fühlen? Wenn wir da vor so einem Tiger stehen, dann schaltet unser Körper auf was ganz Einfaches. Nämlich entweder ich hau ihn um, kämpfe, oder ich gebe Fersengeld und flüchte. Das Ganze wird bei uns Körper durch ein Stresshormon geregelt, nämlich durch das Adrenalin. Alles, wo ihr euch heute bedroht fühlt, das kann der Lehrer sein, der euch irgendwie kritisiert und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Das kann irgendwie ein Mitarbeiter sein, der eine Aufgabe nicht gemacht hat und Angst hat vor seinem Chef. Wenn wir uns ängstlich fühlen, wenn wir uns in die Ecke gedrängt fühlen, dann sagt unser Körper durch Adrenalin, rüste dich für diese Situation, entweder zu flüchten oder zu kämpfen. Was passiert bei uns im Körper ganz kurz? Adrenalin macht schweißnasse Hände, damit wir besser greifen können. Wir können nicht so gut denken, die Hirnwellen verändern sich, das heißt, wir sind ein bisschen blöder als sonst. Wir denken ein bisschen mehr wie in der Steinzeit. Wir spannen unsere Muskeln an. All das, was wir brauchen zum Flüchten und Kämpfen, wird angespannt, Magen-Darm wird runterreguliert und Herz geht schneller. Wir schlucken ein bisschen, haben Kloß im Hals, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie vor Leuten sprechen wollt und ein bisschen aufgeregt seid. Und die gute Nachricht ist, dafür sind wir gemacht. Ich sage immer ein bisschen scherzhaft, damit kannst du 120 werden. Weil Adrenalin baut sich schnell auf, der Körper pusht sich und in dem Moment, wo wir uns dann bewegen oder wo wir kämpfen, baut sich Adrenalin auch wieder ab. Also, wenn ihr da was drüber lest, wird viel, viel Blödsinn aufgeschrieben. Es gibt keinen bösen Stress, es gibt nur einen Umgang, der uns vielleicht nicht so nützlich ist. Komme ich gleich zu. Also erstmal, wenn wir Stress haben, geht es darum, wie können wir den jetzt schnell abbauen. Der erste kleine Tipp ist, beweg dich in der Situation, beweg dich möglichst schnell. Es nützt nicht so viel, sich vorzunehmen, in einem Monat gehe ich mal joggen, sondern geh zum Beispiel Treppe. Also beweg dich irgendwie. Wenn du telefonierst, ein anstrengendes Telefonat führst, geh mit deinem Handy hin und her. Das andere ist, kämpfen. Wie geht eigentlich Kämpfen vernünftig? Ich sage, wir sind für Stress gebaut, aber nicht für Dauerlächeln. Ich arbeite mit ganz vielen Menschen zusammen, die in ihrem Job gelernt haben, immer Ja zu sagen und lächeln zu müssen. Also ganz freundlich zu sagen, ja, kein Problem, ich mache das. Ja? Und in dem Moment passiert hier was Folgendes. Der kleine Mann hier oben sagt, oh, du hast Stress, aber du wehrst dich nicht. Also bleibt Adrenalin im Blut, der Stress wird schlimmer. Jetzt müssen wir also lernen, im Alltag zu sagen, zum Beispiel, können Sie mir diese Aufgabe noch machen und du willst dich abends mit einer Freundin treffen, willst einen netten Burger essen oder was auch immer und kannst nicht raus aus der Situation. Dann zu lernen, mit deinem Chef auch abzumachen, zu sagen, das kann ich gerne noch machen, das kann ich übernehmen, das schaffe ich jetzt so in der Form leider nicht. Ja, vom Stressmanagement wäre das Beste. Es gibt einen kleinen Trick, den ihr machen könnt. Ihr kauft euch 10 kleine Perlen, steckt euch die morgens früh in die linke Hosentasche und immer dann, wenn ihr zu irgendwas Ja sagt, wo ihr eigentlich Nein sagen wollt, dann wechselt ihr einfach die Perle von der linken in die rechte Hosentasche. Und wenn ihr am Ende des Tages 10 Perlen in der rechten Hosentasche habt, weißt du, warum du dich gestresst fühlst. Also Stress nochmal entsteht nur dann,
wenn wir uns in die Enge gedrängt fühlen und wenn wir uns nicht zur Wehr setzen oder wenn wir uns nicht bewegen. Wenn wir das tun, ist Stress für uns, für unseren Körper und auch für unsere Seele überhaupt kein Problem. Also für unsere Seele, als Psychologe würde ich sagen, für unsere Psyche. So. Das Blöde ist, dafür sind wir gebaut, wir sind aber nicht für Dauerstress gebaut. Das heißt, wenn das ewig anhält, im Schnitt gehen wir in der Forschung davon aus, wenn das über ein halbes Jahr lang anhält, wandelt sich das Hormon Adrenalin zu einem anderen Hormon, was heißt Cortisol. Cortisol ist ganz fantastisch, hat eine ganz tolle Wirkung. Das reduziert unseren Schmerz, unser Schmerzempfinden. Es gibt einen schönen Versuch, man hat Menschen gebeten, in ein eiskaltes Wasser die Hand zu packen. Das erzeugt Schmerz, aber keine Schäden. Menschen, die unter Adrenalin sind, zucken sofort zurück. Das heißt, der Schmerz geht weg. Menschen unter Cortisol lassen relativ lang ihre Hand im eiskalten Wasser. Das heißt, die haben reduziertes Schmerzempfinden. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das kennen wir auch von Medikamenten. Cortisol ist ein starkes, inneres, körpereigenes Medikament. Fettablagerung begünstigt das, wir sind unkonzentrierter und wir merken eben auch, es tut uns langfristig nicht gut. Cortisol ist durchaus ein Pufferhormon, das hat sich deshalb entwickelt. Ich springe nochmal zu diesen Steinzeitmenschen, damit wir lange ohne Nahrungsaufnahme das Büffel zum Beispiel jagen können, also lange ohne Nahrungsaufnahme körperlich leistungsfähig sind. Aber das ist ein Hormon, was sich langsam aufbaut, auch langsam ab. Wenn wir da unter Cortisol zu lange sind, dann passiert das, was wir vielleicht auch umgangssprachlich kennen, dann sprechen wir teilweise auch von Burnout. Burnout ist dann, wenn der Körper selbst nicht mehr in der Lage ist, es runter zu regulieren und Cortisol dauerhaft im Körper bleibt. Und ich sage nochmal einen Schritt weiter. Wir haben alle, und das ist was ganz Wunderbares, eingebaute sogenannte Sollbruchstellen. Das heißt, der Körper sendet uns, wenn wir zu viel Stress haben, das heißt Cortisol zu lange, zu intensiv im Körper ist, sendet kleine Signale. Der eine merkt es, ich habe es am Ohr, es piept immer wieder. Der zweite merkt es im Kopf, ich habe Kopfschmerzen, Kopfdrücken. Der dritte merkt es am Herzen, Herzstolpern. Der vierte merkt es im Bauch und der fünfte merkt es am Rücken. Alles können kleine Signale sein, dass der Stress zu groß ist und ihr was dagegen machen solltet. Wenn ihr diese Signale ignoriert, dann sagt der Körper, ich habe ganz genau mit dir gesprochen, sinnbildlich, unser Körper spricht ja nicht wirklich, ich habe dir Adrenalin geschickt, du hast es ignoriert, ich habe dir Cortisol geschickt, jetzt sage ich bei deinen Sollbruchstellen Bescheid und wenn sich das nicht verändert, dann und erst dann gibt es unter bestimmten Bedingungen, nicht bei allen Menschen, eine Gefahr auch vom sogenannten Burnout. Das heißt, dann zieht der Körper eine Konsequenz, drückt einmal den Reset-Knopf, das heißt, wir müssen uns auch länger aus der Situation, in der wir dauerhaft waren, ein Stück entfernen, um wieder runterzukommen. So, also nochmal, was können wir ganz konkret machen? Ich fasse jetzt nochmal einmal zusammen. Wenn ihr unter Adrenalin seid, zum Beispiel auch wenn ihr Angst habt, vor kleinen Situationen. Überhaupt nicht dramatisch, dafür sind wir gebaut. Wie gesagt, wenn ihr mit den Bären machen wollt, könnt ihr gucken, wo sagt ihr immer wieder Ja, wo ihr eigentlich Nein sagen wollt. Bewegt euch, macht kleine Dinge und ein kleiner Tipp hier noch, Ernährung ist ganz wunderbar. Es gibt so einen Schlickerindex, wie ich sage, wenn wir gestresst sind, neigen interessanterweise Frauen eher dazu, ein bisschen mehr zu schlickern. Männer neigen eher ein bisschen dazu, diese ganze Fastfood-Geschichte zu präferieren, weil uns das eine ganz schnelle kleine Befriedigung bringt, nützt aber stressorientiert langfristig nicht so viel. Aber eine kleine Geschichte ist gar nicht so schlecht. Die bessere Alternative wäre zum Beispiel eine Banane zu essen, viel Serotonin drin, ganz wunderbar. Oder Studentenfutter, also Nüsse in der Kombination mit Rosinen. Das ist eigentlich die beste Stressmarke. Da könnt ihr mal gucken, was euch vielleicht besser tut. Wenn ihr merkt, ihr seid hier, achtet auf eure Sollbruchstellen, nehmt das ernst, ändert Dinge, die euch einengen, arbeitet daran, dann könnt ihr ganz viel noch abwenden und ansonsten seid ihr vielleicht hier. Wir sind hier dann auch dabei, um das auch mal ganz klar zu sagen, wo dann unsere Profession, also als Coach und Diplompsychologe,
zu arbeiten, dann auch an die Grenzen kommt und wir sind dann dabei, den Schritt auch zu empfehlen, sich medizinisch begleiten zu lassen. Aber, wie gesagt, Stress gehört zum Alltag dazu, völlig normal. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dieser kleine Exkurs über Stress, dann haben meine Töchter mir gesagt, soll ich sagen, hier, macht ein Like, schreibt was in die Kommentare. Ihr merkt, ich fange jetzt damit erst an mit dieser YouTube-Geschichte. Ja, gebt mir Tipps, gebt mir Hinweise. Freue mich drauf, auf diese Art und Weise ein bisschen von meinen Erfahrungen mit euch teilen zu können. Gute Zeit.